Träume verwirklichen und Vision umsetzen in 3 Schritten. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo und heute besprechen wir eine so entscheidende Sache für deine persönliche Zukunft. Und zwar, wie du deine Träume wirklich verwirklichst und wie du deine Visionen effizient umsetzt. Und das Ganze werde ich euch in einem Modell, was nur aus 3 simplen Schritten besteht, erklären, was ich über die letzten 1,5 Jahre selbst für mich immer mehr herauskristallisiert habe. Und mittlerweile muss ich sagen, wenn du wirklich einen Traum hast, du hast eine Vision und du hast irgendeine Vorstellung, wie dein Leben mal sein soll und du folgst genau diesen Schritten, wirst du es garantiert bekommen. Und da kann es auch nicht passieren, dass du zwischenzeitlich mal aus den Augen verlierst, das ist uns doch wichtig oder so, sondern wir sorgen direkt dafür, dass es sich in jeden einzelnen Tag von dir integriert, dass du ganz genau weißt, was du wann zu tun hast und du im Prinzip, nur dadurch, dass du am Ende, auf dem Plan, der am Ende entstehen wird, schaust, weißt du garantiert, was du jeden Tag zu tun hast, um langfristig genau dorthin zu kommen, wo du hin möchtest. Und das war eine Sache, die ich immer in meinem Leben haben wollte. Ich wollte immer so ein konkretes System finden und mittlerweile hat sich da echt eine sehr, sehr geile Sache raus entwickelt. Und die werde ich jetzt mit euch teilen. Das Video ist eine Fortsetzung von dem Video, wo ich die kompletteste Methode beschrieben habe, wie du herausfindest, was du wirklich willst. Deswegen, wenn du es noch nicht angeschaut hast, schau es dir unbedingt davor an. Denn was wir dort machen, ist, wir finden sozusagen heraus, was man will, was dann schlussendlich die Vision ergibt. Und das ist der Anfang, mit dem wir natürlich beginnen müssen. Das bedeutet, was für einen Traum hast du, was für eine Vision hast du, was für eine Vorstellung von deinem Leben hast du mal. Das ist für mich immer so eine Wolke. Das bedeutet, es ist schon was Konkretes, in dem Sinne, dass du schon weißt, welche Elemente darin beinhaltet sein sollen, aber du weißt noch nicht genau, wie du dorthin kommst. Das bedeutet, du hast eine Vorstellung, so Gedanken, ja, genau, so soll es aussehen, das Haus vielleicht, und das Auto vielleicht oder auch ganz andere Dinge, den Partner möchte ich, den Job möchte ich machen und so weiter. Und es ist irgendwie so ein Konstrukt aus den Dingen, die dir so wichtig sind oder die du ganz cool fändest. Aber jetzt sind es ganz viele verschiedene Teilchen und du hast jetzt irgendwie gar keine Ahnung, wie du da nennenswerten Fortschritt machen sollst. Und deswegen ist der erste Schritt, diese ganze Wolke, die du da hast an Vorstellungen und Gedanken und Ideen und Wünschen und Träumen und Visionen und was weiß ich alles, zu nehmen und über Lebensbereiche oder je nachdem, wie es in deiner Situation sinnvoll ist, das eben in Unterziele zu gliedern. Das bedeutet, du sagst beispielsweise, ich möchte so und so fit sein. Ja, du sagst einfach allgemein, ich möchte fit sein, ich möchte gesund sein, ich möchte gut aussehen oder was auch immer das jetzt beispielsweise aufs Gym bezogen ist. Und dann musst du aber irgendwann den Schritt machen, nicht mehr zu sagen, oh, ich würde gern gut aussehen oder ich würde gern gesünder leben oder ich würde gern fit und vital sein, sondern du musst irgendwann sagen, was bedeutet das für dich konkret? Und dann nimmst du quasi diesen einen Aspekt deiner Vision und setzt ihn als das erste Ziel. Und dieses erste Ziel darf nicht nur genau das gleiche sein, wie du es davor schon gesagt hast, also ich möchte in einem gesunden Körper oder so leben, sondern es muss wirklich konkret sein. Das bedeutet, entweder du sagst, ich möchte in der Lage sein, bei der und der Übung so und so viel zu drücken, so und so oft. Das bedeutet, du sagst quasi ein Ziel als Endergebnis, was ja sehr oft promoted wird, wo gesagt wird, okay, du musst genau, du sagst beispielsweise, ich will bis da und dahin so und so viel Geld verdienen. Was Sinn machen kann, aber in meinen Augen gibt es noch eine wesentlich bessere Möglichkeit, vor allem wenn es beispielsweise jetzt, sagen wir mal, ums Gym geht oder welchen Sport auch immer du machen willst, dass du nicht sagst, ich will das und jenes Ziel erreichen, weil irgendwann wirst du es erreichen und dann war es das, sondern du sagst dir, was ist mein Ziel in der Hinsicht, dass du dir nicht überlegst, was will ich erreichen, sondern was will ich tagtäglich bzw. wöchentlich dafür machen. Das bedeutet im Beispielfall des Gyms, wenn du sagst, ich als große Vision zu haben, ich will in einem gesunden, vitalen Körper leben, dass du dann nicht sagst, okay, ich will irgendwann so und so viel drücken, sondern du sagst, ich möchte 3-mal die Woche ins Gym gehen. Das ist dein Ziel und das kann im Prinzip dann auch sofort jetzt anfangen. Das kann ein Ziel sein. Dann kannst du ein anderes Ziel haben, wie was weiß ich, nehmen wir Geld. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Ich möchte sobald ich 21 bin, möchte ich mindestens 4.000 Euro im Monat verdienen. Dann kannst du das setzen. Und das ist auf einmal ein konkretes Ziel und nicht mehr nur, ja, wäre ganz cool, wenn ich relativ früh, relativ selbstbestimmt leben könnte. Das ist zwar die Vision und das ist auch in Ordnung, dass du nur so als Idee hast, aber da musst du eben konkret runterbrechen. Und dann, das machst du mit allen Elementen aus deinem
aus deiner Vision, aus deinem Traum, aus was auch immer der alles besteht. Das Wichtige ist eben, dass du die ganzen Einzelteile aus dieser großen Wolke klar für dich definierst, weil du dann konkrete Ziele hast, auf die wir dann zuarbeiten können. Nachdem du einzelne Ziele hast, ist es super wichtig, dass du dir im zweiten Schritt überlegst, okay, wie komme ich denn überhaupt an diese Ziele ran? Das kann in einem Fall, wenn du einfach sagst, du willst dreimal die Woche ins Gym gehen, kann sein, dass du da vom Plan her für dieses Ziel relativ wenig machen musst, außer dich vielleicht anzumelden und dann anzufangen. Aber auch das würde ich mir aufschreiben. Das bedeutet, ich möchte es auch nochmal so für euch visuell darstellen. Ihr habt oben die Wolke, eure große Vision, da könnt ihr auch vielleicht aus dem Video, was du wirklich willst, eure Sachen da reinschreiben. Dann brichst du das eben in die einzelnen Teile runter, so ein bisschen rüber würde ich das machen, damit du dann die ganzen einzelnen Ziele nebeneinander hast und dann unter die Ziele machst du dir die ganzen Stichpunkte, den Plan, die Meilensteine, die du machen musst, um an dieses Ziel ranzukommen. Das bedeutet, es kann beim Gym einfach nur sein, okay, ich muss mich anmelden, schreibst du anmelden hin. Ich brauche vielleicht Sportsachen dafür, wenn du die schon hast oder noch kaufen musst, schreibst du das hin. Und dann sagst du beispielsweise auch vielleicht noch, ich muss halt einfach dreimal in der Woche gehen. Und dann ist dieses Ziel durch. Dann hast du ganz konkrete Handlungsschritte, die du gehen musst, damit du dieses Ziel, was ein Teil von deiner Vision ist, garantiert erreichst. Dann machst du genau das Gleiche für den zweiten Schritt. Wenn du beispielsweise für das zweite Ziel, wenn wir das Geldverdienthema haben, wenn in meinem 21. Lebensjahr 4.000 Euro pro Monat verdienen, dann sagst du dir, okay, vielleicht weißt du schon den Job, mit dem du es machen willst. Und dann überlegst du dir, in diesem Job, welche Kriterien muss ich erfüllt haben davor oder welchen Weg muss ich gegangen sein, damit das gegeben ist. Und das ist natürlich wieder für jeden komplett unterschiedlich. Wenn du irgendeinen normalen Beruf hast, in irgendeinem Unternehmen als Angestellter oder so, kannst du dich da erkundigen, welche Schritte musst du da schon gegangen sein, auf welchem Rang, auf welcher Ebene musst du dich dafür schon befinden. Wenn du jetzt aber beispielsweise einen YouTube-Channel anfangen willst, dann musst du dir überlegen, okay, wie kann man mit dem YouTube-Channel Geld verdienen, wie viele Subscriber, wie viele Aufrufe und so weiter brauche ich da. Und was auch immer das in deinem jeweiligen Bereich ist, rechne dir das durch und sag dir dann ganz klar auch die Ziele, wie du von jetzt diesem Moment, bis zu dem Zeitpunkt, der dein Ziel beinhaltet, also mit 21 dann, was du alles gehen musst. Und wenn du beispielsweise bei meinem YouTube-Channel, weil man da das Wachstum sehr schön sehen kann, sagst du, okay, bis dahin will ich so und so viele Abonnenten haben, bis dahin so und so viele. Dass du es quasi nicht nur ein großes Ziel hast, sondern das auch in kleinere Schritte unterteilst, die du dann eben wieder gehen kannst. Und auch das machst du wieder für alle Bereiche, für alle Ziele, die du individuell gesetzt hast. Denn was wir dann haben, sind lauter konkrete Handlungspläne nebeneinander, die, wenn wir alle befolgen, schlussendlich unsere große Vision ergeben. Und dann kommen wir noch zum dritten Schritt. Und der dritte Schritt bedeutet, dass du diese Handlungspläne, die sind ja vertikal, also senkrecht, und die sind alle nebeneinander. Das heißt, du weißt theoretisch, was du machen musst, aber jetzt ist die Frage, okay, wo fange ich an, wie mache ich das Ganze und wie schaffe ich überhaupt alles und wie komme ich da nicht durcheinander und wie verzettel ich mich nicht in irgendeinem unwichtigen Schritt, der vielleicht dann gar nicht funktioniert und so weiter. Und dafür ist jetzt eben im letzten Punkt ganz entscheidend, dass du es nicht bei diesen Plänen belässt, sondern dass du diese Pläne in deinen Wochenplan integrierst. Also stell dir hier vor, hier unten nochmal so wie so einen Stundenplan sozusagen deine Woche vor. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag mit den verschiedenen Uhrzeiten. Und jetzt nimmst du beispielsweise unser erstes Ziel wieder. Ich möchte dreimal in der Woche ins Gym gehen. Dann lässt du das nicht nur als Ziel und so weiter, sondern du trägst sofort in deinen Wochenplan ein, dass du, keine Ahnung, Dienstag, Donnerstag, Samstag immer um 17 Uhr ins Gym gehst. Und das ist dann für dich ein konkreter Plan. Und das ist fest und danach handelst du dann in deinem täglichen Leben auch. Das bedeutet, dieses entscheidende Ziel, in einem gesunden, vitalen Körper zu leben, hast du erst an das Ziel runtergebrochen, dann in die Meilensteine und hast es diesen Plan, den du dann von dem Ziel abgeleitet hast, sofort in deine Woche integriert, wodurch du garantiert über diesen Weg auf deine gesamte Vision zugehen wirst, weil du das natürlich wiederum für alle einzelnen anderen Ziele auch machst. Das heißt beispielsweise noch das Thema mit dem Geld. Dann überlegst du dir halt, okay, wie viel beispielsweise für den YouTube-Channel schätze ich, muss ich ungefähr machen? Oder was sind meine Ambitionen? Wie viele Videos will ich machen? Wie viel Zeit brauche ich dafür? Und dann sagst du beispielsweise, Montag bis Freitag mache ich immer in der Früh Videos oder schneide oder uploade oder was auch immer. Zum Beispiel. Oder auch wenn du irgendeinen anderen Beruf hast, sagst, okay, dann muss ich erstmal ein Jahr lang eine Ausbildung machen oder 3 Jahre ein Studium. Und dann sagst du dir, okay, mache ich dann immer vormittags. Und dann haust du sozusagen auch den Plan, der dich zu deinem Ziel bringt, in deine Woche rein,
wodurch auch dieses Ziel garantiert wieder erfüllt wird. Weil du dadurch, dass du deinen Plan gemacht hast und den einfach Woche für Woche folgst, automatisch dafür sorgst, dass alle einzelnen Pläne, die dich zu den individuellen Zielen, die gemeinsam deine Vision ergeben, nachgehst, wirst du garantiert dort ankommen. Und deswegen, so würde ich das für euch planen, dass ihr am Ende aus eurer großen Vision, die ihr habt, einen konkreten Wochenplan habt fürs Jetzt, für jetzt deine Situation, weil du kannst nur im Jetzt handeln, um deiner Vision näher zu kommen. Wenn du das dann konkret hast, kannst du dir sicher sein, dass du dort schlussendlich ankommen wirst. Natürlich gibt es dann auch immer noch Dinge, die sich ändern und so weiter. Aber deswegen, du kannst dich auch immer wieder neu planen und anpassen, wenn du es musst. Aber das Wichtige ist, dass du erstmal weißt, was muss ich eigentlich jetzt erstmal nur für in dieser Woche tun, um meiner großen, großen Vision näher zu kommen. Und dann wird nämlich auch eine ganz entscheidende Sache passieren. Und zwar wirst du zu den wenigen Menschen gehören, die ihre Träume wirklich verwirklichen. Und das ist in meinen Augen, in unserem Alter, in unserem Lebensabschnitt, eine der erstrebenswertesten Sachen, da anzufangen und zu lernen, hey, ich kann mein Leben selbst in die Hand nehmen, ich kann die Dinge selbst umsetzen und ich kann es dann auch wirklich erreichen, wenn ich es wirklich möchte. Deswegen plant es mal so durch, unbedingt für euch selbst. Sehr wichtig, dass ihr das Video angeschaut habt. Noch wichtiger aber auch, dass ihr das jetzt auch wirklich selbst mal für euch durchgeht, alles komplett durchplant und dann so schlussendlich auf dem besten Weg zu eurer absoluten Vision eures Traumlebens seid. Und auf diesem Weg glaube ich natürlich immer an euch. Schreibt mir gerne rein, was eure Vision ist. Das würde mich total interessieren, was ihr in Zukunft vorhabt. Ansonsten sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Euer Leo. Now I go yard, fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fuck it off day. One way, so I never go the wrong way.